Ich blute. Du blutest? Oh mein Gott! Trink einen Heiltrank. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Oh, während du läufst, kannst du nicht trinken. Jetzt trink. Holt den ersten Hilfekasten. Wir müssen die Verletzten versorgen. Ich verblute. Der Thomas wird sterben jede Sekunde. Hallo Freunde, da ist er. So. Für seine Wurzeln bin ich fast draufgegangen, Penner. Oh, Soa ist wieder hier. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und noch eine Bossquest. Was weiß ich nicht. Verdammt, Yonkai hat Yunhua. Sie entwischte Yehara und wollte das Goldwappen auf eigene Faust suchen. Aber Yonkais Agenten warteten schon und schnappten sie. Yunhua hat es. Wir müssen sie und das Wappen von Yonkai wegschaffen. Und dann wurde auch noch Gil von den Yasagern verschleppt. Gil ist nutzlos, wie Bulbarim ist, aber ja. Ihr solltet ihn trotzdem retten. Ju Wall verhörte ihn schon einmal. Diesmal tötet sie ihn vielleicht. Yonkai brachte Yunhua zum zwielichtigen Bazar. Ich gehe und versuche sie zu befreien. Wer weiß, was er ihr antun wird. Tja, Yonkai ist es sicher nicht. Er stammt höchstens von Tod und Sand ab. Ich könnte diesen Haufen Panzerschweinmist abmurksen. Ich hole Yunhua und ihr holt Gil. Wir treffen uns dann im zwielichtigen Bazar. Noch sind wir nicht geschlagen, Grünschnabel. Zwielichtiger Bazar. Sie darf sich hinporten, wir dürfen laufen. Ja. Oh, wir dürfen wieder mal in der Inni rein. Und irgendwas noch draußen töten. So, ja, da bestimmt diese Ja-Sage, ne? Die Giftiger hier, ja. Oh ja, Ja-Sage Gift. Tötet es, bis euer Leben. Was hat mich denn... Nein, Frosilien, alle her! Was? Boah, ich konnte den Bock gerade nicht killen, aber festketten konnte ich ihn. Alles klar. Läuft. Ja. Soll ich gerade ansturmen, aber geht nicht. Dieser Riesenschädel war im Weg, ne? Ketten gingen aber grillen halt nicht, okay. Versteht diese nicht. Logik muss man nicht verstehen. Bäm. Versiegelter Hainita-Stab des Phönix. Geil. Kann ich nur nicht tragen. Ich mag Phönixe. Die können wieder auferstehen. Wow, Alter, die hauen dir aber richtig auf die Gondel. Ja. Hier ist die noch eine Beuteoption hat begonnen. Brauchen wir nicht mehr. Der Geldwert des unverhofften Gegenstands wurde unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Alle Auktionen sind beendet. Boah, die hauen aber auch gut rein, die Jungs hier, wa? Und Mädels. Boah. Wenn du nicht aufpasst, sowieso, also. Alter, mit zwei Schlägen hauen die mich schon zur Hälfte runter. Was Wilde und... Ja, Ballenschau. Oh Gott, wie viel dürfen wir denn da töten von denen? Irgendwie gibt's von jeden 7. Okay, aber die sind in dem Bereich hier unten, ne? Also, okay. Geblockt! Schnauze! Oh Gott. Halt die Fresse, ne? Guck mal, da ist einer gespawnt. Oh, er hat eine Bombe. Yes. Bombe. Bombenstimmung. Ah. Och, nicht. Dann wird da was Blaues. Eine Beuteauktion hat begonnen. Ihr habt euch von der Auktion zurück. Des unverkauften Gegenstands wurde unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Brauchen wir noch die Fallensteller? Ja. Ja. Hallo. War ausgewiesen, Drecksau. Egal. Oh, ich hab schon wieder fast ein ganzes Bagua zusammen. Ja, mein Inventar ist auch voll. Was kommt der denn her? Der ist gespawnt unter dir. Hab schon mitbekommen. Oh, wir haben irgendwas fertig. Okay, wir brauchen noch einen Feinsteller und zwei Wilderer. Wildjäger.
Da so ein. Ja. Oh, der hat einen anderen. Ja. Mhm. Toll. Nee, 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 für andere arbeiten wir nicht. Der ist aber besser als wir. Der tötet diese Instant. Ach, guck mal da oben. Ja, hallo. Na. Ja. Trifft ihn gar nicht. Jetzt. Ja. Wohin? Brauchen wir sowieso. Ja, ein. So, dann brauchen wir nur noch einen wilder Jäger. Dann können wir auch erstmal reingehen. Ja, eigentlich schon, wa? Na, 5 Stunden haben wir noch. Läuft. Ah, hier ist auch wieder eine Special Quest übrigens. Yes, echt? Ja, wollen wir jetzt erst die Prügel abholen oder erstmal das, was wir schaffen können? Erstmal das, was naheliegend ist, also erstmal das und dann die Prügel. Okay. Ach, komm, hier drin so. Menschenjäger, Ich jage Menschen. Bist du schon da? Achso, ich habe jetzt gar nicht auf den Ladebildschirm geachtet. Ich bin irgendwie kein. Das ist ja echt mal strange, dass ich keinen Ladebildschirm habe. Vielleicht haben sie was geupdatet. Für dich extra. Achso. Das einzige, was ich habe, irgendwie so Blacks, kleinere, aber sonst. Bin ich gewohnt zurzeit irgendwie. Mäh. Ich hab noch keinen Sturm frei gehabt gerade. Ja, ich sollte auch mal wieder einen normalen Held dran suchen. Ich hab den hier gleich. Alter! Was machen die mit mir? Wahrscheinlich das gleiche, was ich mit denen mache. Auf mir auf die Fresse zu hauen. Ja, war es schon ein bisschen ätzend. Wow. Ich bin voll dafür, dass nur ich ihn auf die Fresse hauen darf. Ich sollte danach definitiv auch mal ein Bällchen futtern oder so. Boah. Mach jetzt mal schnell. Mach das. Ich töte in der Zeit noch mal was, bevor uns das noch zu gefährlich wird. Gegenangriff! Oh oh. Überlebe? Passt schon. Passt doch. Lebst du? So, ich. Natürlich überlebe ich. Ich stehe doch hinter dir. Boah, Inventar. Ich habe 3-mal dasselbe Bagur. Geil. Mittlerweile in der Tasche. Okay, das macht Mut. Ey, fall um. Kann er sich schon nicht bewegen und dann wird er einfach nach oben geworfen. Ja, Drecksau. Das war ein Schütze oder so. Der hat mir gerade nochmal übelst sich viel Damage reingehauen. Warte noch kurz zu eine Sekunde. So. Damit ich den machen kann. Jawoll. Nee. Ja, wollte er gerade schießen. Ja, ich hab's gesehen. Ey, nee, das sah nämlich jetzt nicht nochmal ein. Das ist das Bagu habe ich jetzt 10.000 Mal im Inventar. Ah, oh Gott. warte mal die paar Sekunden kurz. Wenn du da ein paar Sekunden brauchst, prügel ich mich schon mal rum mit denen, ne? Ja, du bist fast tot. Sah nur so aus. Hä? Die haben Angst! Die hauen ab! Wir haben den Anführer gekillt. Ach, er wieder! Ja. Oh, es ist schrecklich. Yonkai hat Yunhua. Es ist meine Schuld. Yara wollte Yunhua nicht aus dem Zimmer lassen. Sie meint es gut, aber Yunhua ist zur Freiheit. Yunhua drängte mich unten etwas zu essen für uns zu holen. Und als ich zurückkam, war Yunhua verschwunden. Yonkais Männer mussten auf sie gewartet haben. Sie schafften sie sofort weg. Ich verfolgte sie bis zur Klamm der Klingenflügel. Dann erwischten mich die Ja-Sager. Sie brachten mich zu ihrer reizenden Anführerin Shuwol. Aber ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen die mächtige Kriegerin Shuwol auf unsere Seite ziehen. Koste es, was es wolle. Apropos Kosten, für Yunhuas Rettung versprach ich Shuwol das Silberwappen und sie versprach, die Lumang nicht mehr zu belästigen. Beide Seiten gewinnen. Psst, erst befreien wir Yunhua, dann kümmern wir uns um den Rest. Das ist wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ah, okay. Die Dame hier. Ist denn jeder in dieser Wüste hinter dieser Göre her? Abgemacht ist abgemacht. Das Kind gegen das Silberwappen. Ich kann sie aber nicht befreien, solange Yonkai die Tür bewacht. Da kommt ihr ins Spiel. Lenkt ihn ab, dann schlagen die Ja-Sager zu. Eure Aufgabe ist einfach. Unsere ist spaßig. Wir werden uns dort... Warum kriege ich nicht die spaßige Aufgabe? Ist das nicht ein bisschen dämlich? Eigentlich schon. Wir brauchen doch das Gold und das Silberwappen. Warum sollten wir ihr das geben? Der will das wahrscheinlich bescheißen. Geh ich davon aus. Denke ich. Also wenn er schlau ist. Schauen wir mal. Wasserschützen. So. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, weia. Sehe ich da gerade richtig? Was? Ja, sage Zuschauer. Du für eine Arena fight. Lass uns erstmal. Warte, lass uns erstmal Budget lassen. Die Handlanger um die Fett. Ja. Safe ist safe. Au! Hätte jetzt hier mal so rumflitzen müssen, die Idioten. So, dann der da. Gut. Bevor wir uns mit Schwa-Wang anlegen. Ja, ich habe nämlich echt keine Ahnung, was die machen. Ey, aber das ist eine Kiste. Ich kann sie nicht öffnen, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich kann sie öffnen. Oh, dann gehört sie dann diesmal dir. Ja, warte, ich muss nur 1, 0. So, öffnen wir mal. Bällchen Heiltrank in Siedlungsfall erstmal. Alles so schön. Also, also das übliche Zeug. Nein! Voll daneben geschlagen. Okay, so, jetzt haben wir noch Chuawang, wa? Ja. Sag, wenn du bereit bist. Ja, komm, scheiß drauf. Er wird bestimmt wieder gegen dieses Zäpfchen. Oh, er geht. Er macht einen humanen Eindruck. Oh, schnell auf. Wohin? Alter, der ist kann ich stürmen. Und er starb. Ja, oh. Fuck! Das können... Die Zuschauer! Ja, aber die sind ja instant. Eine Beuteauktion hat begonnen. Ja. Ah, das konnte ich mir nämlich schon fast. Das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht gehabt. Deswegen. Das wäre nämlich viel zu leicht gewesen, nur er. Ich muss auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit mal verkaufen. Ich habe so viel Scheiße hier im Inventar. Mit den ganzen Baguas. Boah, nicht nur du. Aber wir müssen ja sowieso langsam ein neues Dorf ansteuern. Was haben wir denn? Krug der Aschenwald. Zum Sammeln von Mineralwasser in den Aschenwald. Ich habe noch eine Kiste, jetzt bin ich offiziell voll. Du bist offiziell voll. Nee, weniger Sau auf dem Turm. Weniger Sau. Nee, ich habe noch zwei Plätze frei, aber wir müssen uns ja sowieso langsam schon wieder ein Örtchen überlegen. Boah, mal gucken, wo die Quest uns hinführt. Örtchen ist ja nicht das Problem. Ach, wir müssen erstmal noch so einen Wilderer umnieten. Ja, und dann können wir uns genau im Dorf dann praktisch in dem Gelände machen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt wieder zurück dürfen. Ja, das Dorf war ja gleich um die Ecke, oder? Naja, wir sehen wir ja gleich. Müssen wir mal zwei, drei Schritte weiter. Ja, gut. So, erstmal machen wir den Sollten. Ja, aber das sollten wir ja locker schaffen und dann passt das ja auch alles. Ah, ja, ich denke auch, ich denke auch. Siehst du auch, dass da eine neue Quest angeboten wird? Nein, du wirst es mir nicht glauben, wo ich gerade bin. Ach, du bist im Ladebildschirm. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Bei mir fliegen hier zwei Ja-Sager vor mir in der Luft rum. Bei dir fliegen Ja-Sager in der Luft rum? Ja, ich überlege gerade, ob ich den anstürmen soll, aber ich komme da glaube ich nicht ran. Der schwebt hier. Der ist gerade rausgekommen aus der Höhle und dann einfach in der Luft gesprungen und jetzt steht er hier in der Luft. Der denkt sich auch, ich habe tolle Fähigkeiten, ich kann sowas. Kannst du das auch? Ja, ich habe ja zu viel Red Bull getrunken, der Gute. Naja, wer weiß, aber... Ne, wir dürfen zum zwielichtigen Bazar übrigens. Ist der um die Ecke, also... Ja, man kann hinlaufen, wenn du da bist, dann...
könnte man denn laufen? Ja, wenn sich dann irgendwann mal der Ladebildschirm meint, sich mal zu bewegen, dann... Was brauchen wir jetzt noch? Einen Wilder. Ja, Wilderrahmen. Wilder? Oh Gott, hier sind ja alles andere, nur kein Wilder. Na? Und es lädt und lädt und lädt. So. Heute ist mal wieder richtig, wa? Ja. Also wenn Ladebildschirm, dann nur richtig. Keine weiß halben nicht. Sachen. Ach, und ich dachte mal, hey, wir schaffen mal eine Session ohne Ladebildschirm und dann... Da bam. Genau, das letzte Ding ever musste ja mal wieder sein. Ah, der Ladebalken ist gerade angekommen. Ja, jetzt. Siehst du mich wohl schon, ne? Ja. Guck mal, siehst du den hier vorne? Ich sehe noch nichts. Ich sehe nicht mal dich. Ach so. Bist du unten oder bist du hier oben? Oben. Hier steht so ein Giftjäger mitten in der Luft. Okay, ich fliege jetzt mal runter. Ich suche jetzt so einen Wilder. Ah, ich habe einen gefunden. Ja, dann. Und ich habe falsch angenommen. Fertig. Und es wird schon wieder eine neue Quest angezeigt in dem Dorf. Ja. Ich hoffe, die hat was damit zu tun, dass wir jetzt weiter müssen. Ja, definitiv, sonst ist es richtig kacke. Pling. Boah, 30 Kupfer dafür, dass wir gerade 21 Leute umgebracht haben. Ist das übel. Oh, die liegt auf dem Weg. Vorräte und Verrat. Ja, gut, dann geht's ja. Oh nö. Was denn? Wir müssten jetzt weitermachen hier. Vor uns. Wir haben nur noch 3 Minuten. Was machen wir? Lass uns zum Dorf rennen oder... Ja, lass uns jetzt hier erstmal zurück zum Dorf rennen. Jo. Weil das wäre das Beste. Wenn wir das so machen. Ja. Naja, die paar Minuten. Die 3 Minuten. Richtig. Achso, ich wollte ja sowieso noch verkaufen. Haha. Hat noch was zu tun. Nächste Problem gelöst. Ja, ich sollte aufpassen mal, dass ich nicht die ganzen Waffen hier verschleudere. Ich habe von 50.000 Baguas, keins komplett, das sind alles verschiedene. Aha. Traumatisch. Gibt es hier noch ein Lager? Nein, leider nicht. Leider nicht. Okay, dann würde ich sagen, hören wir auf für heute, wa? Ja. Alles klar, na dann. Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und Diana ist hoffentlich natürlich auch wieder dabei. Ja, natürlich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.